Wir befinden uns hier im Museum zur Allerheiligen Schaffhausen in der Ausstellung ohne Titel Junge Malerei aus Süddeutschland und der Deutschschweiz. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kunstmuseum Singen und dem Museum zur Allerheiligen und findet an beiden Standorten gleichzeitig statt. Ausgangspunkt der Ausstellung war zum einen der Wunsch beider Seiten, ein grenzübergreifendes gemeinsames Ausstellungsprojekt zu machen. Zum anderen die Erkenntnis, dass sich die Malerei plötzlich wieder viel präsenter in den Museen und Galerien der Region zeigt. Wir haben uns die Frage gestellt, was passiert gerade in diesem Feld? Was ist es, was aktuell in der Malerei in Süddeutschland und der Deutschschweiz passiert? Unsere Zielsetzung bei der Recherche war, zu einer Form von Bestandsaufnahme zu kommen. Das hieß für uns konkret, dass wir uns zum Ziel gesetzt hatten, aktuelle Strömungen abzubilden, zentrale Akteurinnen und Akteure ausfindig zu machen und in die Ausstellung zu integrieren und zum Dritten nicht nur den Kanon abzubilden. Uns war wichtig, dass alle Künstler, die wir zeigen, mit ihrem Werk internationalen Kriterien entsprechen. Es war uns wichtig, dass wir einige Leitkünstlerinnen und Künstler dabei haben, die schon etwas bekannter sind. Aber der Schwerpunkt liegt auf Künstlern, die in den 1980er und 90er Jahren geboren sind. Sehr viele Entdeckungen dabei, die man noch nicht so kennt. Also ein, wie ich finde, repräsentativer Querschnitt zur Malerei aus diesen beiden Regionen. Die Malerei ist zurück und es gibt die ganze Bandbreite von eher Kunstwerken, die eher ein Versuchsfeld darstellen, bis hin zu Arbeiten, wo eine persönliche Aussage über das eigene Leben und die eigene Situation getroffen wird. Und da dazwischen drin gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt unglaublich viel Farbe, es gibt unheimlich viele herausfordernde Formate, es gibt unglaublich viele unterschiedliche künstlerische Haltungen. Das heißt, eigentlich ist für jeden was dabei, aber im guten Sinne meine ich das. Das heißt, es gibt viele, die Wahrnehmung herausfordernde Positionen. Und das macht es natürlich unglaublich spannend, auch für den Einzelnen so eine Ausstellung zu besuchen.